ich fülle mir jetzt mal den Wassertropfen und schmecke. Ja, keine Zeit für den Wassertropfen, wirklich. Jetzt hör mit den Scheiß auf. Lass uns einfach beginnen. Moin. Du machst man einfach so Moin sagen und ich hab noch gar nicht... Ich soll doch jetzt sagen, mir hat heute eine Zündung zu präsentieren. Fängt ja, das schon wieder früh morgen ja, an. Ja, aber du fängst einfach an zu reden, ich hab dich noch gar nicht auf dem Bild. Das machen wir doch mal neu. Nee, ich mach nichts neu. Weißt du eigentlich, wenn ich noch lauter wäre? Der Nachbar. Ja, das darum, wir müssen leise sein. Mir ist 2 Minuten hier und Puls auf 1000, weil du wiederholen das hier. Ja, dann fängst du einfach an. Ja, 7.40 Uhr ist das, jetzt runterfahren. Tesch merkt sich ja nichts. Tesch haut ihn gleich einen an den Ohr, dann blutet er. Ich filme jetzt nochmal den Wassertropfen. Oh, mir hat keine Zeit für so einen scheiß Wassertropfen oder irgendwas anderes. Wir wollen loslegen. Er wartet auch, dass er den Trecker wegfahren kann. Hält wieder auf, dann sitzt du wieder tagelang, weil er nicht fähig ist, zum Trecker zurückzufahren. 7 Uhr morgens und mir muss ich wieder aufregen. Guck mal, was schön, Udo. Ja, richtig so schön. Die Sonne schön durch die Bäume. Herrlich. Herrlich wäre jetzt, wenn er hier schon Balken liegen würde irgendwo. Leute... Morgens um 7 Uhr passiert wieder nichts. Jetzt werde ich da eine Ansage machen. Wir wollten wohl heute noch eben wissen, ob heute noch was passiert hier. Ja. Ja? Also weggefahren, die wollen Bulli tauschen. Einfach Bulli tauschen. So. Wollen wir ihm vorstellen, was wir heute machen? Ja, dann stell dir das vor, Wilke. Wir arbeiten ja schon sehr lange mit Hagebaumarkt, richtig? Richtig. Wir wollen hier aber keine oberflächliche, langweilige Werbung machen, richtig? Richtig. Hagebaumarkt hat uns gefragt, ob sie uns unterstützen können. Richtig? Richtig. Und dann haben wir gesagt, richtig? Richtig. Wir haben dann gesagt, es wäre schön, wenn ihr uns Material gebt, damit wir eine wunderschöne Terrasse für die Jugend bauen können, die barrierefrei ist, sodass die Leute da sitzen können. Ja, und mit dem Rollstuhl drauf können. Richtig. Und damit die Eltern der Kinder hier schön überdacht sitzen beim Training oder beim Spiel und können Käffchen trinken. Deswegen mir ist froh, dass wir das Projekt mit Hagebau zustande gekriegt haben und wir machen das heute. So, deshalb ist mir heute froh, Dachterrassen. Warst du schon wieder die ganze Zeit am Motzen? Ja. Jetzt lass uns anfangen. Mach erstmal aus. Wir machen das nachher so zwischendurch mal. Dann zeigst du das und jetzt ist erstmal gut. Wir sind nicht so laut. Wir sind hier am Film. Daddy and Moors. Ihr sollt da mal ruhig sein. Ein bisschen leiser jetzt. So, hier haben wir das ganze Material. Also das ist Holz, alles aus Holz natürlich. Ne? Und da wird was ist das für ein Holz, Udo? Ich schätze mal, das ist Zwiebelholz. Helles Holz, das siehst du doch. Ja, du, ich hält dir gleich ein. Guck dir mal an, was da einer draufgeschrieben hat. Hier wächst da schon wieder so eine Liane. Ja, die Liane ist dann. Ich guck da mal, was da steht. Herr-Lich-Ober. Ja, findest du das toll? Du musst lauter reden. Das ist Fichte Tanne. Ich darf nicht so laut wie kleine Kinder, die schlafen noch. So, das ist Fichte Tanne. Das muss aber noch zugesägt werden. Richtig, zugeschnitten heißt das. Zugesägt? Nee, zugeschnitten. Ja, ich kenne die gut. Bin ich irgendwo hier in Kark, dann gesagt, ich hab die so ein Junge. Du hast gerade gesagt, du glaubst. Jetzt wollen wir auch glauben. So, jetzt hier haben wir keine Zeit mehr. Wir fangen jetzt an und tragen die Balken da vorne hin. So, jetzt aus damit jetzt. Komm, weg damit. 400 Kilo schwer, die Balken. 400? Hier ist was los. Udo, wir sind am Carport bauen. Ja, du drückst ihn mal wieder. Nein. Doch. Stehst Jan kann das alleine, der braucht deine Hilfe nicht. Kannst du ganz kurz so den Zuschauern erzählen, was du gemacht hast? Gestern Malheur passiert. Du hast den Trecker mal wieder kaputt gemacht. Nein, der ist nicht kaputt. Jan, ist der kaputt? Sag mal ganz ehrlich, Jan, der ist nicht kaputt, ne? Bisschen beschädigt. So, das ist nämlich, was Kevin gerade auch wieder sagte, du willst ihn nämlich vor der Arbeit drücken. Dann rennst du hier, jawohl. Ey, wir müssen Mittwoch wieder spielen, der Platz muss gehen. Leute, ihr wisst, dass er hier gesperrt ist, ne? Du wolltest dich schon wieder drücken. Ey, wo willst du hin? Nein, ich habe gerade gefragt, ob die mich für 10 Minuten, Viertelstunde auf mich verzichten können, weil ich wollte das Mähwerk sauber machen. Nee, brauchst du jetzt nicht. Aber Wilke, weißt du was? Nein, weil du dich wirklich drücken willst. Ich kann hier momentan nicht anfassen. Jawohl, alle anderen machen es doch auch.
Ich bin Platzwart. Ich bin kein Holzbauer oder irgendwas anderes. Ich bin Platzwart. Ich bin der Greenkeeper hier. Ja, dann solltest du deine Arbeit mal machen. Aber die machst du immer dann, wenn du sie nicht machen sollst. Hey, ich war gestern bis kurz vor 7 hier. Ich war seelisch fertig, war ich gestern, wegen deinen Scheiß gestern. Oh, Berg de Blan, oh. Meine Fresse. Hier bauen wir die tolle Terrasse. Das ist schon eine große Fläche. Ist schon eine ziemlich. Und barrierefrei, damit man da auch mit dem Rollstuhl hochfahren kann. Wir denken an alles. Genau. Affen, das werde ich wissen. Die Leute warten unten. Ja, dann lass sie warten. Ich mach jetzt erstmal Kaffee und alles fertig. Du machst seit einer Stunde Kaffee. Nee, ich hab Spülmaschine ausgeräumt, dass die Leute auch vernünftig Tassen haben. Mir muss ich ja immer um alles kümmern hier. Mir nerven den ganzen Tag und selber auch nichts tun. Das sind sie. Das bist du hier. Ist so. Da brauchst du gar nicht so gucken, Wilke. Das ist jedes Mal. Du bist wirklich gleich der Erste. Gibt's einen frischen Kaffee? Das bist du. Na? Wollen wir das nochmal drehen? Das sieht cooler aus. Lass mal die Reifen durchdrehen. Mit richtig Dampf, Alter. Und dann, das sieht geil aus. Lass richtig qualmen, ey. Das muss man halt aufwendiger filmen. Ich filme jetzt einmal, wie du die Reifen durchdrehen lässt und dann... Das ist ein geiler Auftritt halt. Jetzt müsst du noch einmal zurückfahren und dann musst du nochmal durchdrehen lassen. Ja, so funktioniert Hollywood. Moin. Tag. Ne? Ihr habt euch aber Zeit gelassen. Ja, du, Soltau, ne? Ist halt ein Stück. Die besten Leute, ihr arbeitet alle drei auf dem Büro, richtig? Aber sowas von. Also könnt ihr nur anpacken, richtig? Richtig. Ja, ich hoffe, dass wir das hinkriegen, ne? Das ist der gute Vinny. Der arbeitet schon ziemlich lange mit uns zusammen. Und der organisiert halt auch immer zusammen mit Hagebaumarkt, dass wir hier ganz tolle Sachen umsetzen können. Und diesmal ist es die Terrasse. Und ohne dich wird das hier nicht passieren. Ah, das sagst du so. Das sagst du so. Ihr helft ja auch mit, ne? Wir haben auch gerade oben schon Kaffee getrunken, aber fürs Video muss das halt immer gestellt aussehen. Richtig. Ganz genau. Das ist richtig. Kevin, muss jetzt was abgeladen werden oder nicht? Ja, vom Anhänger, der da vorne steht. Die Doppelstickplatten müssen noch runter. Kevin plant ja alles hier. Kevin ist ja so der organisatorische Meister. Und der hat dieses ganze Ding jetzt so ein bisschen umgesetzt. Damit das am Ende auch flott aussieht, weil wenn Udo das machen würde, Chaos. Ich könnte das aber auch nicht. Ernsthaft, das ist... Ich hasse es. So lassen, mach mal wieder auf. Ja. Und dann ziehst du an das, an dem Band. Einfach nur. Genau, da ziehst du jetzt einfach an. Loslassen. Nur das Band ziehen. Nur ein Band ziehen. Ja, und jetzt kannst du... Bisschen schmackeln. Ach so! Das klingt halt echt scheiße, aber ich kann sowas auch nicht. So blöd das klingt. Ich bin da auch wirklich sowas von unbegabt, deswegen halte ich auch immer die Kamera, weil ich mehr kaputt mache. Nö, so weit ist noch nicht. Ich habe einfach mal eine große Klappe. Verloren. Also geil. Wilfried, hast du eigentlich heute schon ein anderes Instrument außer deine Kippe in der Hand gehabt? Du kannst mich mal. Hast du auch mal Lust zu helfen? Ich bin doch jetzt gerade mit Hugo losgefahren, ja, und Bode. Das ist gerade wichtig. Lässt du die armen Frauen schleppen? Jeder hat hier eine Aufgabe. Und nur du nicht. Ich koordiniere das hier. Udo, helf den zwei mit tragen. Die machen mich doch doof. Man hier einmal fähige Leute hin. Kevin? Ich dachte, du koordinierst das hier, Udo. Voll in die Eierkiste, gar nicht. Also, wer fährt mit? Wer fährt? Ich darf nicht fahren. Ich habe noch Restalkohol von gestern. Was machst du da oben bei Peter? Von der Arbeit abhalten? Nee, wir wollen eine Wasserleitung bauen. Wasserwagen?
Was kannst du blöd fragen? Ausbloten natürlich. Nicht mal Werbung kannst du, da musst du richtig rumhalten. Ey, den hast du mir so in der Hand gegeben, du Dussel. Bist zufrieden, Udo? Ja, das läuft hier. Ich bin hoch. Du hast aber selber ja noch gar nichts gemacht. Ich bin auch der Bauleiter hier. Ich hab das alles im Auge hier. Du bist schon wieder auf den Schlauchwagen, auf den Schlauch getreten. Auf den Schlauch? Ja. Und wenn der ausknüpft, dann hast du selber Schuld. Das siehst du doch. Du kannst so rüberstappen. Aber du mit deinen großen, du nun Saudierfüße da. Pass auf. Du bist so unbeholfen hier. Du kannst doch nicht mal laufen. Und wenn du jetzt noch weiter zurückläufst, dann treppst du wieder drauf. Erschlagen. Was ist denn los? Hau mir den Ball so an den Kopf. Wer? Der Bär, Peter! Wir sind auf 180. Peter, hau mir voll den Ball an den Kopf. Was habe ich dir an den Kopf gehauen? Den Ball hast du mir an den Kopf gehauen. Füllung, ja, ich bin eine Füllung. Du hast Schwung. Ja. Schwung, der Schwung. Oh. Was hat er gemacht, Udo? Dann kommt der Kommst du auch noch so mit der blöden Frage? Echt jetzt? Da liegt daran, wenn man die ganze Zeit blöd im Weg rumsteht. Ja. Udo, kannst du das Bei dir kann das ja nicht passieren, du stehst ja nur oben. Jasses, jasses, jasses. Das ist hier Chaos-Baustelle ohne Ende. 100 Mann auf eine Stelle. Ich dachte, du hast das hier im Griff. Ja, ich werde jetzt ein paar aussortieren. Du bist dafür, aber doch nicht. Kevin! Kevin! Ich bin jetzt Bauleiter, ich habe den Bauleiterhelm gekriegt. Wenn du Bauleiter bist, ne? Ja. Dann können wir alles wieder zurückbauen. Ja. Da geht alles in die Hose. Da müssen wir hingucken. Das ist gleich in einer Stunde, ist das erledigt. Was meinst du eigentlich, dass ich unfähig bin oder was? Dafür habe ich den bitte Helm kriegen als Bauleiter. Das kann das wohl. Leute, gib Frühstück! Frühstück! Hallo? Frühstück! Frühstück! Du musst dir nur die Zigarette drauflegen. Ich hab keine. Du auf dem Hauptplatz sitzt hier. War mir wieder voll klar. Die anderen können stehen, ne? Du stehst. Du sitzt doch hier schon eine Stunde hier. Du kannst mal aufstehen und die anderen dann sitzen lassen. Ich hab das gar nicht blöd gucken. Das ist nur die Wahrheit. Du bist jetzt einen ganzen Vormittag drin gewesen. Das Frühstück? Ja, der Frühstück. 4 Stunden Frühstück und die knurren sich ein. Nee, hey, ist so. Wie lange saßen wir? 5 Minuten. 5 Minuten waren das. 5 Minuten? Das waren 6 Stunden. Ja, ja. Ich sag jetzt nicht zu viel. Die Baustelle ist immer noch nicht fertig. Und das wird heute auch nicht fertig. Nö, weil wir hier rumstehen, ne? Ja. Aber ich kann ja auch nicht anpacken, habe ich von Anfang an gesagt. Ich auch nicht. Finde ich aber geiler, was wir hier machen, als diese offensichtliche Werbung. Ihr könntet ja auch sagen, ey Wilke, komm, mach mal hier Hagebaumarkt, da Hagebaumarkt. So unterstützt ihr uns noch ein bisschen. Alles ohne große Kohle. Und lockerer. So muss, wenn man Werbung macht, dann muss Werbung so sein. Man muss so ein Lachen haben, ne? Klar. Wieder weg, ich hab verantwortungsvolle Aufgabe. Was denn? Ich muss Peter sichern. Mit dir könnten wir Werbung machen, wenn du ein Hagebaumarkt Feuerzeug hast. Ja, hab ich nicht. Dann könntest du den ganzen Tag Kippen anzünden. Das ist recht. Ey. Wo sind meine Flocken denn? Habt ihr denn Spaß hier bei uns? Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen. Habt ihr Spaß hier? Sicher. Wilfried, hör auf den hier die ganzen Raucher. Halt die Schnauze! Scheiß Feuerzeug hier wieder. Ne? Ja, mach doch. Du bist ein Werbegesicht, du. Was ist eigentlich los? Was denn los? Alle Leute sind hier schwer am Schuft. Ja, was mach ich? Ich mach Halle sauber. Wir bauen hier doch eine Terrasse. Wer interessiert mich die Terrasse jetzt? Die Halle muss sauber, morgen ist Punktspiel. Ich bin Platzwart hier und kein Hallenbau.
So, und jetzt mach die Kamera aus, sonst dreh ich dir gleich eine Wurst. Du kannst aber ja trotzdem mal helfen. Ja, ich guck doch zwischendurch. Das ist der Reitung. Also ich hab da keine Ahnung von dem ganzen Scheiß. Von Holz? Nee, hab ich nicht. Ich bin kein Holzwurm. Ja, Jürgen, guck in diesem ganzen blöden Geschäft herum. Pack mir da an. Udo! Was willst du? Ja, was bist du die ganze Zeit weg? Was machst du denn schon wieder da? Ich bereite den Besen vor, weil ich gleich einen Quinch habe bei Harry Potter in seinem Zähl. Mein Gott, hat die Blut, wenn ich am Wischen bin. Nein. Was hast du? Ich habe gleich einen Quinch bei Harry Potter. Was? Quinch! Das blöde Spiel, wo sie dann mit dem Besen durch die Gegend reiten und mit dem Ball werfen da. Das heißt Quidditch, Udo. Ja, der Quidditch ist mir doch egal. Mein Telefon geht. Wir gehen raus. Mir muss Kabine sauber machen. Bitte. Bitte. Aber du musst lauter reden. Leck mich am Arsch. Das dauert mir alles viel zu lange hier. Was denn? Ja, alles hier. Das wäre aber wirklich mal schön, wenn du ein bisschen hilfst. Ich mach doch die Halle sauber. Was hat doch nichts damit zu tun? Ich hab doch auch geholfen. Was hast du denn geholfen? Ich hab wirklich geholfen. Tragen helfen. Ich hab Banden weggetragen. Ich hab hier geholfen. Festgehalten. Hast Beweis? Kannst du mir das irgendwie in so ein Video vorspielen, dass du damit angepackt hast? Ich hab damit angepackt. Ey, wenn du das gemacht hast, dann kriegst du von mir sofort eine Flasche Havanna. So was von blöd. Udo, was los? Mein Bruder, da kann er nichts für. Udo, mal aus, wo ich... Was machst du? Ich spiel gerade Minigolf hier. Und? Such den Ball. hau einfach ab. Wer war das denn? Hau ab. Vielen lieben Dank, dass ihr hier wart, um uns zu unterstützen. Richtig. Im Ernst? Ja. Das ist eine ganz tolle Sache. Keine offensichtliche, ätzende Werbung, sondern ein tolles Projekt, was ihr mit uns umsetzt. Ich mag das aber anders. Bei Ladies First. Ja, du bist ein Schaman. Wir sind ja auch noch nicht ganz fertig, ne? Das Projekt dauert noch ein bisschen. Ich lasse jetzt noch ein bisschen die Kamera mitlaufen und dann heute Abend schön einen rein in den Hals. Naschi, naschi. Nee, heute Abend nichts. Heute Abend geht's nach Bienchen. Zu Bienchen. Ja, zu Bienchen. Ich mach heute Abend nicht mit. Ich bin anständig. Tschüküdü. Wir hören voneinander. Jo, tschüküdü. So, liebe Zuschauer, das ist wirklich eine tolle Sache, was wir mit Hagebau zusammen machen. Das ist nicht so ganz groß Werbung oder was. Einfach so ein Projekt. Was uns allen was bringt. Richtig. Schön für den Verein. Richtig. Für den Verein ein Rhein. Ja, für den Verein. Du denkst nur an so. Leute, mir verkündet jetzt, heute ist Feierabend. Wir waren den ganzen Tag hier an Gange und wir haben das Gerüst jetzt stehen und jetzt ist... Die anderen waren zu Gange. Ja. Du hast dich heute schon wieder dezent gedrückt. Ja, was hast du gemacht? Ich habe gefilmt. Ja, und was aber ist du das? Aber du bist wirklich gut im dezent drücken. Das machst du jedes Mal, weil wenn hier Arbeiten anfallen, dann sagst du, oh, ich muss das machen, ich muss dies machen. Ja, und wer hat alles andere sauber gemacht? Ich. Wer hat denn... Das ist dann deine Aufgabe. Ja, und wie oft habe ich Kaffee für dich gemacht? Du hast heute einmal Kaffee gemacht. Dreimal habe ich Kaffee gemacht. Brutale Lüge. Nein, brutale Wahrheit. ich wünsche euch. Ja. Wir haben einiges geschafft hier. Ja, bin ich auch stolz auf. Und jetzt ist wirklich Feier. Grill an und ein bisschen Naschi-Naschi. Nee, ich nicht, aber ihr dürft Naschi-Naschi machen. Ja. So, hau ab und genießt den. So, hast du nicht noch was vergessen? Oh ja, wenn euch das Video gefällt, Daumen nach oben und verlinkt uns in den Kommentaren. Nee. Was denn? Teilt das Video. Oh ja, teilt das Video. Sollen die uns denn in den Kommentaren? Ja, sorry, jetzt publikal, die wissen, was sie machen müssen. Und dann ist das gut und jetzt ist Schluss. Tschüss. Ja, keine Zeit für... Udo, wir müssen Neues machen. Oh, Wilke, alles neu. Was musst du sagen? Weiß ich nicht. Outro. Ja, was soll ich denn sagen? Liebe Zuschauer, mir hat keine Zeit für diese Scheiße hier. Ich muss mähen. Aber trotzdem, wenn euch das Video gefallen hat und unsere Kanäle, geht da rauf in YouTube. YouTube. War doch richtig. Facebook und Instagram. Und abonniert uns, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Tschüss.